Meine Lieben, die EGX 2018 ist zu Ende und ja, ich wurde leider irgendwie vergessen hier. Naja, vielleicht kann ich mir ja eine Wohnung bauen. Ich kann euch aber zuerst mal erzählen, welche VR-Spiele ich eigentlich dieses Jahr hier gespielt habe. Es sind 5 an der Zahl, 5 Stück, und die waren alle auf ihre Weise besonders. Und was an denen so besonders ist, das möchte ich euch in diesem Video natürlich gerne mitteilen. Fangen wir an mit Blood and Truth. Für die Leute, die am Anfangspaket von PlayStation VR London Heist gespielt haben, denen wird das ganze Konzept vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Es sind tatsächlich auch dieselben Entwickler. Blood and Truth, das spielt ihr einen Ex-Soldaten, der in London lebt und dessen Familie in großen Schlamassel gerät. Was das für ein Schlamassel ist, das wollte der Entwickler uns natürlich noch nicht verraten, ist ja ganz klar. Aber auf jeden Fall müsst ihr euren Familienmitgliedern aus brenzlichen Situationen helfen. Ich habe einen kleinen Abschnitt gespielt, in dem die Frau entführt wurde und ich musste mich dann zwischen parkenden Autos und alten Holzpaletten durch die dreckigen Straßen und Hinterhöfe Londons schlagen. Und das war sehr aufregend für mich, weil ich selten VR-Spiele mit sehr viel Movement spiele. Also die Bewegungen sind sehr simpel, die funktionieren über Tastendrücke auf euren Move-Controllern. Ihr könnt dann rechts und links quasi strafen, um hinter Barrikaden hervorzuluken. Ihr schießt, ihr habt zum Beispiel eine Pistole am Gürtel, könnt die ziehen, ganz normal nachladen, einfach diese lustige Bewegung machen. Dann habt ihr ein neues Magazin drin. Ihr habt ein MG auf dem Rücken, das könnt ihr auch verwenden, wenn ihr es denn mal gefunden habt. Die sind natürlich nicht alle von Anfang an verwendbar, die Waffen. Und ihr könnt auch Granaten werfen, die ihr zwischendurch findet. Und das Ganze spielt sich sehr natürlich. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie ein kleiner James Bond oder eine kleine James Bond oder auch so eine Lara Croft. Denn ihr könnt nicht nur eine Hand dabei benutzen, ihr könnt auch noch eine zweite Pistole zum Beispiel aufsammeln und dann schön beidhändig durch die Gegend ballern. Also es ist schon so ein bisschen, da war auch ein bisschen Adrenalin und Action dabei, auch wenn man sich jetzt nicht so natürlich so von A nach B sprintet oder so oder hechtet. Aber es hat mir schon ein sehr, sehr gutes Gefühl einfach gegeben. Man hat sich wirklich gefühlt, als wäre man in so einem Actionfilm gefangen. Das fand ich sehr, sehr gut. Das Zielen fand ich auch überraschend genau, muss ich sagen. Gerade mit der MG war das echt viel einfacher, die Leute zu treffen. Ihr habt ja dann auch natürlich ein Visier und ein kleines Fadenkreuz, das euch so ein bisschen weiterhilft. Das Nachladen hat mir am Anfang so ein bisschen Probleme gemacht, weil ihr natürlich immer die eine Hand dann hier zum Munitionsgürtel führen müsst und dann das neue Munitionspack dann reinschiebt. Das ist so ein Automatismus, an den man sich irgendwann einfach gewöhnt. Und ja, das ist ein kleines, nettes Spiel. Keine Ahnung, wann das rauskommt. Die wollten jetzt noch nicht so viel erzählen. Das schien so, als wäre das noch lange in Entwicklung. Aber der erste Eindruck hier war eigentlich ein sehr positiver. So, was habe ich noch gespielt? Beat Saber habe ich auch noch gespielt. Und das ist wirklich ein Ding, das kann jeder spielen. Also jeder, der Interesse an Musikspielen hat, der sehr viel Spaß an Guitar Hero hatte zum Beispiel, für den ist es auf jeden Fall was. Ihr habt die zwei Move-Controller in der Hand und die fungieren als, ja, Lichtschwerter. Es sind tatsächlich zwei Lichtschwerter, eins ist rot, eins ist blau. Dann habt ihr vor euch so eine, ja, so eine Schiene, wo euch gewisse, ja, es sind keine Noten, aber es sind so komische Blöcke mit Pfeilen oder Punkten entgegenkommen und die müsst ihr einfach zertrümmern. Das sieht ziemlich affig aus, wenn man jemandem dabei zuguckt, aber es macht tatsächlich Spaß und man betätigt sich tatsächlich auch ein bisschen sportlich. Das heißt, wenn man alle Lieder, die es darin vorkommen, durchspielen würde, dann hätte man am Ende eigentlich schön so einen Aerobic-Kurs bestanden quasi. War sehr intuitiv, also man hat 4 Schwierigkeitsgrade, die man einstellen kann. Ich hatte, ohne es zu wissen, am Anfang den ersten Song ausgewählt und der stand auf dem Hard Mode. Also stand ich da und habe rumgefuchtelt mit diesen komischen Lichtschwertern, weil dann natürlich auch die komischen Buttons sich mal vertauschen und die Seiten wechseln und oben fliegen, unten fliegen, verschiedene Richtungen haben, von denen man da schlagen muss und es kam alles super schnell auf mich zu. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Ja, habe ich dann gemerkt, habe dann schön die Schwierigkeit mal auf normal gestellt beim nächsten Song und dann ging das auch total intuitiv quasi von der Hand weg.
cooles Konzept. Es gab ja schon Spiele in diese Richtung. Sampa war zum Beispiel eins, was so ähnlich funktioniert hat. Aber dadurch, dass man diese beiden Lichtschwerter in der Hand hat, ist das ein sehr, sehr cooles Gefühl. Man fühlt sich eigentlich sehr badass die ganze Zeit dabei. Wie viele Tracks das Ding haben wird, kann ich leider noch nicht sagen. Ich hatte, glaube ich, 5 oder so zur Auswahl. Das waren alles sehr elektrolastige Songs. Es gab auch einen Rap-Part in manchen Songs dabei, aber der Grundbeat braucht natürlich ein bisschen Elektro, damit man überhaupt einen Beat hat, wo man richtig cool drauf schlagen kann. Ich muss gerade mal auf meinen kleinen Zettel gucken. Release-Date gibt es noch nicht. Leider auch noch nicht bekannt gegeben, aber ich sag's euch, behaltet das im Auge als Musikfans und auch VR-Fans, ist das was richtig Feines. Dann ein Spiel, worunter ihr euch wahrscheinlich überhaupt nichts vorstellen könnt, weil es einen super kryptischen Namen hat. Tetris Effect. Was könnte das denn sein? Vielleicht Minesweeper oder so? Nein, natürlich nicht. Es basiert natürlich auf Tetris. Wer kennt es nicht? Jeder hat in seiner Kindheit Tetris gespielt, ich auch. Und das ist eine VR-Version, die mit Musik kombiniert wurde. Also ihr habt die Brille auf, ihr habt eure 30 Level, die ihr absolviert. Könnt natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen. Ich hatte, glaube ich, den mittleren und dann wurde mir unten schon angezeigt, welcher Block oben kommt und wie ich den drehen und wenden kann. Das ist so eine kleine Hilfe für Leute, die jetzt nicht so krasse Pros in Tetris sind. Und das war sehr schnucklig, weil jedes Mal, wenn ihr eure Klötzchen gedreht habt und verschoben habt, haben die einen eigenen Sound gemacht, der zur Hintergrundmusik quasi gepasst hat. Und die wurde von Anfang an sehr leise und wurde dann immer lauter. Und dementsprechend haben sich auch die Effekte im Hintergrund verändert. Und es flog alles so ein bisschen auf dich zu. Aber das Lustige ist, dass du bist so in der Zone, dass du gar nicht mehr darauf achtest, was hinter dir passiert, sondern du versuchst einfach nur schön deine Linien zu kriegen. Du kannst auch, das ist halt normales Tetris, du kannst mit den Taktiken daran gehen, Jeff Goldblum, was weiß ich, alles machen. Es funktioniert ganz normal, dass man, nur der Unterschied ist, dass du halt Musik hast, die zu deinen Moves passt. Und das sieht sehr flashig aus, es macht auch viel Spaß, aber ich glaube, das ist jetzt nicht die innovativste Idee der Welt. Würde ich empfehlen für Leute, die richtig Bock auf Puzzlespiele haben und die vielleicht in ihrer Jugend sehr, sehr gerne mal Tetris gespielt haben. Ein Spiel, vor dem ich ein bisschen Angst hatte, wenn ich ganz ehrlich sein soll, war Ace Combat 7. Das ist ja eigentlich ein eigenständiges Spiel mit VR-Modus und dieser VR-Modus ist komplett losgelöst von der Kampagne. Das bedeutet also, es wurde extra nochmal was hinzugefügt zu dem Spiel. Und in meinem Fall war das jetzt eine Mission, wo ich meine Teamkameraden begleiten musste und wir sind dann durch die Gegend geflogen und haben dann feindliche Flugzeuge einfach bekämpft und abgeschossen. Und ich muss sagen, das war sehr, sehr beeindruckend, allein von der Grafik. Also es sieht wirklich so aus, als sitzt man in diesem Cockpit, kann links und rechts rumgucken, sieht den Ozean, die Inseln, man fliegt durch die Wolken, man hat die ganzen Wassertropfen auf dem Visier und muss das erstmal irgendwie so wegkriegen. Also es war wirklich ein Fluggefühl. Es hat sich angefühlt, als würdet ihr in diesem Jet sitzen, was natürlich gleichzeitig ein bisschen Angst bei mir hervorruft. Ich habe erstens Höhenangst, zweitens Flugangst. Und dann wird mir bei solchen Spielen auch generell ein bisschen schlecht nach einer Zeit. Aber nichts davon ist eingetroffen. Ich glaube, mein Körper hat verstanden, dass das nicht real ist und hat sehr schnell gemerkt, okay, du sitzt hier auf dem Stuhl und das, was da passiert, passiert jetzt in deinem Kopf und das ist okay. Der Typ, der den Stand betreut hat, meinte auch, ich wäre der beste Spieler gewesen. Ich habe alle abgeknallt. Ich glaube, es waren 4, 5 Flugzeuge insgesamt. Das Zielen war ein bisschen tricky am Anfang. Wer hätte es gedacht, in meinem Leben noch nie ein Flugzeug geflogen. Von daher wusste ich auch nicht so ganz, okay, wie verhält sich das jetzt alles mit der Steuerung. Habe viele Manöver einfach gemacht, aus Hilflosigkeit auch, ehrlich gesagt. Habe es aber dann doch geschafft, irgendwie alle zu erwischen. Und das war ein gutes Gefühl. Das hat sich sehr schön angefühlt. Ich weiß nicht, wie umfangreich das dann sein wird. Aber ich glaube, für Fans des Spiels an sich und auch von Fans, die gerne realistische Erlebnisse erleben möchten in VR. Für die ist Ace Combat 7 in VR auf jeden Fall ein großer Spaß. Das Beste kommt zum Schluss, sagt man ja immer, und mein Highlight der EGX 2018 ist und war Astrobot. Astrobot ist ein
knuffiger, kleiner Plattformer. Und wenn ich klein meine oder sage, meine ich eigentlich, das ist schon sehr ausgeklügelt, das Ding. Es funktioniert folgendermaßen, ihr habt so einen kleinen Roboter, das ist euer Astro, euer Charakter. Und mit dem bewegt ihr euch durch die Welten und ihr müsst seine kleinen Freunde, seine Gefährten einsammeln. Das sind ungefähr 212 Stück, hat man mir gesagt, verteilt auf 5 Welten mit je 5 Leveln. Wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt noch ein paar Secret-Level, die ihr freischalten könnt. Die sind dann eher für die Leute, die richtig viel Anspruch an solche Spiele stellen. Und es funktioniert ganz simpel. Es ist, wie gesagt, ein Plattformer. Nur müsst ihr dabei beachten, die ganze Umgebung wahrzunehmen. Das heißt, es spielt sich einiges über euch ab, hinter euch auch. Also ihr seid sehr viel damit beschäftigt, in der Gegend rumzugucken, zu gucken, okay, wo habe ich was übersehen? Wo muss ich hier noch was einsammeln? Wo ist eine wichtige Münze? Das geht sehr schnell. Also es fühlt sich gar nicht so an, als säße man irgendwie in VR und guckt erstmal so, aha, was soll ich hier eigentlich? Sondern man fühlt sich sofort irgendwie eingebunden, man nimmt sofort irgendwie eine Beziehung zu diesem kleinen, süßen Roboter auf. Und das hat mir echt gut gefallen. Das kennt man halt von anderen Plattformern vielleicht auch, wenn man das Genre gerne mag, dass man irgendwie vielleicht sich mit diesem Charakter verbunden fühlt. Das trifft sehr schnell ein. Und die Welten sind auch, also sahen jetzt auf Anhieb die zwei, die ich gespielt habe, sehr, sehr anders aus, sehr abwechslungsreich. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Und ich glaube, das wird sich dann quasi durch das ganze Spiel so ein bisschen durchziehen. Es gibt auch Bossfights tatsächlich, die, ich weiß nicht, wie sie im Allgemeinen gehalten sind, aber den ich gemacht habe, das war der gegen den Affen, den kennt man vielleicht aus dem Trailer. Wo ich am Anfang dachte so, oh, das ist ein bisschen brutal vielleicht. Da ist so ein kleiner Roboter, der zerschlägt dem armen Affen einfach die Zähne. Aber der Affe ist halt auch sau wütend. Und da kam ein kleines Gadget ins Spiel. Und zwar seid nicht nur ihr gefragt mit dem Controller, sondern auch ihr als Person. Ihr habt nämlich so kleine Gadgets. In meinem Fall war das ein Enterhaken. Und wenn ihr diesem Affen die Zähne einschlagt, dann müsst ihr einmal über euer Pad wischen. Und dann wird der Enterhaken ausgefahren, klingt sich im Zahn ein und dann müsst ihr schön den Zahn ziehen, gemeinerweise. Aber so funktioniert das Spiel. Und das ist eigentlich ganz cool. Also ihr habt wirklich auch noch eine zusätzliche Aufgabe und steuert nicht einfach nur einen kleinen Roboter, sondern ihr seid wirklich involviert. Ihr müsst Kopfnüsse verteilen, um Wege freizuschalten zum Beispiel. Ihr müsst euch genau umgucken, um Secrets einzufangen, um dann spezielle Welten noch freizuschalten. Also es ist ein Spiel, das sehr viel von euch abverlangt, aber euch nicht stresst. Und das ist, glaube ich, was, was in VR Gold wert ist, weil man ja schon nach einer gewissen Zeit ein bisschen Pause machen sollte auch. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr schönes, süßes, entspanntes Spiel, was auch wirklich viel Videospielcharakter hat, was jetzt keine Tech-Demo ist oder was nicht einfach nur zum kurzen Vergnügen gedacht ist, sondern das ist ein vollwertiger Plattformer, der wirklich gut funktioniert, ein schönes Konzept hat und vor allem auch ein Entwickler, der richtig Bock auf seinen Job hat und der richtig, richtig cool war und richtig viel erzählt hat von sich aus und das ist mir immer sehr sympathisch, deswegen ja, Astrobot, mein Highlight der EGX 2018. So, das war's. Ja, ich glaube, also entweder ich bleibe jetzt hier, vielleicht nehme ich auch ein Taxi nach Hamburg, was sehr teuer wird. Ah, bezahlt die Firma. Egal. Gut, danke, dass ihr geguckt habt, dass ihr bei uns am Start seid und hoffentlich habt ihr auch unseren Kanal abonniert. Das würde mich persönlich sehr freuen. Schaut auch mal in die anderen Videos von der EGX rein und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank und bis dann. Hallo?